Gestern hat die amerikanische Notenbank Fed einen bedeutenden Schritt gemacht. Sie hat gesagt, okay, wir werden ein bisschen toleranter sein in Sachen Inflation. Wenn die Inflation also über 2% schießt, dann werden wir nicht automatisch die Zinsen anheben. Nun gut, wir wussten alle von vorher, dass die Zinsen wohl dauerhaft nicht mehr angehoben werden. Aber die Grundfrage ist jetzt, wird durch diese Aussage der Fed letztendlich die Büchse der Pandora geöffnet? Kommt also jetzt Inflation? Das will ich in diesem Video, das in Kooperation mit directedtrade.com schnell lernen und günstig handeln entstanden ist, beleuchten. Und wir schauen uns zunächst mal an, ja, es gibt eine massive Geldschwemme, vor allem in den USA, auch in Europa, aber in den USA, da ist diese ganze Geschichte deutlich ausgeprägt. Das erklärt vielleicht auch, warum die Aktienmärkte in den USA gelaufen sind oder besser gelaufen sind als etwa der DAX. Die Geldmenge M2 in den USA förmlich explodiert, muss man sagen. Heißt das, wir werden Inflation bekommen? Ist das ein klares Anzeichen dafür, dass sozusagen jetzt die Preise steigen? Wir müssen ja zunächst mal unterscheiden zwischen Verbraucherpreisen, das ist das, was allgemein als Inflation bezeichnet wird, und Vermögenspreisen, dazu gleich mal mehr. Aber schauen wir uns mal an, wie es um die Inflation in den USA wirklich bestellt ist. Die Notenbanken haben ja das etwas seltsame Ziel, dass 2% Inflation eigentlich das Gewünschte ist. Wir lagen aber und liegen vor allem in der Corona-Krise jetzt deutlich unter diesen 2%. Und wir sehen, dass auch die Erwähnungen der Fed in Sachen Inflation in den letzten Statements, in den letzten Protokollen der Fed rückläufig war. Das ist unter Jerome Powell vor allem der Fall. Das ist also ein Trend, dass die Fed sich keine wirklichen Sorgen über Inflation gemacht hat. Jerome Powell selbst hat kürzlich gesagt, also ich sehe eher Deflation, und ich glaube, dass Jerome Powell hier richtig liegt, dass wir bald deflationäre Tendenzen jetzt eher bekommen als inflationäre Tendenzen. Warum, will ich gleich ausführlicher begründen. Zunächst aber nochmal ein Hinweis auf directtrade.com. Da können Sie nämlich solche Zusammenhänge vielleicht lernen in Webinaren, und Sie können natürlich auch handeln, zum Beispiel den DAX mit 0,6 Punkten Spread. Das ist nicht wirklich teuer, muss man sagen. Also schauen Sie da mal rein, registrieren Sie sich dafür ein Webinar, zum Beispiel bei directedtrade.com. Jetzt aber will ich Ihnen zeigen, warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir inflationäre Tendenzen zumindest in den USA sehen werden, wahrscheinlich auch in Europa nicht. Und es fängt zunächst mal mit der Geldumlaufgeschwindigkeit an, der Velocity of Money, und wir sehen, die ist praktisch im freien Fall. Wir schaffen also viel digitales Geld, aber dieses Geld wird nicht gewälzt, sozusagen, das kommt nicht so wirklich in den Umlauf, und das ist ja die Voraussetzungen, oder das ist die Voraussetzung eigentlich für Inflation, dass die Geldmenge auch wirklich bewegt wird, dass wir steigende Umlaufgeschwindigkeiten haben bei Geld, genauso wie wichtig für Inflation ist, oder eine entscheidende Voraussetzung für Inflation ist, dass die Löhne steigen, dass investiert wird, dass die Nachfrage steigt. All das ist ja bisher noch nicht so richtig der Fall in der Corona-Krise. Die Frage ist, kommt das noch? Wir werden sehen. Aber wir sehen, dass zum Beispiel diese Politik der EZB, die ja Quantitative Easing betrieben hat, nicht wirklich zur Inflation geführt hat. Wir sehen, dass die Bilanzsumme der EZB gestiegen ist, ähnlich wie die Bilanzsumme der Fed, wenngleich weniger radikal, zumindest seit der Corona-Krise. Aber die Verbraucherpreise, die liegen so weiter deutlich, deutlich unter 2%. Wir sehen also, dass dieses Geld offenkundig in der Realwirtschaft nicht wirklich ankommt. Und wenn wir jetzt mal wieder über den Teich blicken, dann sehen wir hier die Umfrage des Conference Board in den USA, also praktisch die Umfrage, die die Stimmung der Verbraucher erfasst. Und hier wurden die Verbraucher in den USA, also die Konsumenten, gefragt, naja, erwartest du steigende oder fallende Einkommen jetzt in nächster Zeit? Und wir sehen, die Amerikaner, die erwarten sinkende Einkommen, die gehen also davon aus, dass sie weniger Geld verdienen. Die Frage ist, wie passiert dann Inflation, wenn die Leute weniger Geld verdienen oder zumindest erwarten, weniger Geld zu verdienen? Denn das bedeutet, dass sie dann wahrscheinlich weniger konsumieren, sondern das Geld wirklich im Sparschwein halten. Und das bestätigt hier eine Umfrage, die
von einem anderen Institut gemacht wurde, nämlich da wurden die Amerikaner gefragt, naja, pass auf, was wirst du tun, wenn der nächste Stimulus-Scheck kommt? Wirst du dieses Geld ausgeben? Was wirst du mit diesem Geld tun? Und dann antworten vor allem Männer, nämlich 69%, deutlich mehr als Frauen mit 45%, nein, ich werde dieses Geld sparen. Ich werde also versuchen, da Geld zurückzuhalten. Das spricht nach meiner Auffassung gegen Inflation, weil die Leute eben dieses Geld, das möglicherweise vom Staat dann nochmal kommt, nicht in den Umlauf bringen werden. Und wir sehen auch, dass die Kreditkonditionen in den USA sich noch viel stärker verschärft haben als in Europa. Das heißt, die Banken sind deutlich vorsichtiger in Sachen Kreditvergabe als zum Beispiel in Europa. Da sind wirklich die, ist die Handbremse angezogen worden, kann man sagen, in den USA. Die Banken schauen ganz genau hin, wem gebe ich Kredit, wem gebe ich keinen Kredit. Und jetzt hat zum Beispiel heute Nacht Capital One, drittgrößter Kreditkartenanbieter in den USA, gesagt, also wir werden jetzt die Limits, mit denen die Menschen ihre Kreditkarten ausschöpfen können, mit denen sie praktisch in die Miesen gehen können, die werden wir nach oben setzen. Also praktisch werden wir hier die Kreditkonditionen strenger machen. Wir werden den Leuten weniger Geld, weniger Schulden erlauben. Und das ist ein Trend, der jetzt wohl einsetzen wird, weil eben unklar ist, wie geht es mit den Arbeitsplätzen weiter, wenn die Leute ihre Jobs verlieren und dann kein Geld vom Staat mehr kommt. Dann werden diese Kredite notleidend und da versuchen sich eben die Banken ein bisschen abzusichern und zu sagen, hey, da passen wir eher auf, dass wir mit der Kreditvergabe nicht allzu lax umgehen, nicht so lax wie in den letzten Jahren, sondern da ziehen wir doch die Zügel deutlich an. Und wir sehen, dass zum Beispiel auch für die Inflation wichtig ist, wie schaut es denn eigentlich aus mit den Profitmargen von US-Unternehmen? Und hier sehen wir die Profitmargen der S&P 500-Konzerne, die sind deutlich rückläufig. Seit eigentlich 2018 wird praktisch weniger Marge erzielt, weniger Umsatz gemacht oder weniger Gewinn auf den Umsatz gemacht als zuvor. Das ist bereits ein Trend, der sich dann durch die Corona-Krise nochmal verstärkt hat. Inflation aber würde voraussetzen, dass die Unternehmen Preissetzungsmacht haben, dass sie die Preise erhöhen können. Das können sie aber scheinbar nicht. Obwohl die Gewinnmarge sinkt, sind sie nicht in der Lage, die Preise eben anzuheben. Auch das spricht nach meiner Auffassung ganz klar gegen Inflation. Wenn wir uns mal in Sachen Inflation anschauen, was ist eigentlich gestiegen in den letzten Jahren, dann ist hier eine Grafik von Goldman Sachs, die zeigt, am stärksten gestiegen ist der Aktienmarkt, nämlich der S&P 500. Da gab es Gewinne von über 25% in den letzten Jahren. Und wir sehen auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, die Realwirtschaft. Da sind die Löhne dabei in Europa, in den USA. Da sind die Verbraucherpreise dabei, also die Inflation. Und wir sehen, da ist nicht wirklich viel passiert. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen unterscheiden auf der einen Seite zwischen Verbraucherpreisen, die in der ökonomischen Definition als Inflation bezeichnet werden, und auf der anderen Seite Vermögenspreise, die in der ökonomischen Definition nicht als Inflation bezeichnet werden, aber faktisch eigentlich in diese Berechnung mit reingehören würden. Das heißt, was wirklich steigt, das sind die Vermögenspreise. Was nicht wirklich steigt, sind die Löhne. Die steigen ein bisschen, aber nicht relevant. Wir sehen, dass die Inflation nicht wirklich steigt, also die Verbraucherpreise nicht wirklich steigen. Und all das führt dazu, weil die Vermögenspreise eben immer weiter steigen, dass ein durchschnittlicher Arbeiter mit einem durchschnittlichen Gehalt in den USA inzwischen 127 Stunden arbeiten muss, um sich einen S&P 500 Anteil zu kaufen. Der kostet ja jetzt $3,500 um und bei, ist weiter sozusagen steil gestiegen. Das heißt, man muss mehr arbeiten, um Aktien zu kaufen. Das sieht man, da sieht man also, dass die Vermögenspreise weiter nach oben gehen. Und wer ist der Profiteur dieser Entwicklung, der steigenden Vermögenspreise? Das sind die oberen 10%, die oberen 5%, deren Einkommen, deren Gewinne seit dem Jahr 1989 massiv gestiegen sind, während wir unten sehen, die Bottom 50%, also die unteren 50%, die sind jetzt gerade mal auf dem Niveau von 1989 angekommen. Und das bedeutet, dass die Reichen weiter profitieren durch die Politik der Fed, die die Vermögenspreise
inflationiert, wenn man so will, aber die 50% der amerikanischen Gesellschaft, die eben diese Vermögen nicht haben, die gucken in die Röhre, und das erklärt vielleicht die Spaltung, die wir in den USA sehen. Das erklärt vielleicht auch, warum Donald Trump von solchen Leuten gewählt wird, weil sie glauben, hey, vielleicht kann der wenigstens uns helfen. In den letzten Jahrzehnten hat uns keiner geholfen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Trump hier wirklich derjenige ist, der diesen Menschen hilft, ist relativ gering, denn Trump ist ja ein Verfechter der ultralaxen Geldpolitik, die letztendlich die Vermögenspreise erhöht, aber damit letztendlich nur die Reichen noch reicher macht. Also, Inflation voraus in den USA, durch die Aussagen der Fed eher nicht. Wahrscheinlich ist das eine Elfenbeinturm-Diskussion mit der Anhebung der Inflationstoleranz. Faktisch wird sich nicht viel ändern, die Reichen werden reicher, die Armen bleiben so arm, wie sie sind. Das ist sozusagen unabhängig von der Inflation der Fall. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Ciao.